Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wie sagt man so schön? Eine Ära hatte geendet, eine Ära fängt neu an. In dem Fall hat die Ära geendet, die... Oder nee, in diesem Fall, wie soll man sagen, ist die Ära, die jetzt wieder anfängt, ist genau die, die geendet hat. Und zwar geht es um... das da. Und wie ihr seht, seht ihr das da? Also ein Loch im Block, ein Loch im Auto. Da liegen die ganzen Teile schön auf der Decke. Wer das Auto nicht kennt, dem stelle ich es jetzt nochmal vor. 335 handgeschalten habe ich mal umgebaut, damals von Diesel auf Benziner. Auto war komplett zerlegt, also wirklich bis auf die letzte Schraube, sage ich jetzt mal. Meine Frau hat den gefahren, hatte teilweise zu guten Zeiten, glaube ich, um die 600 PS. N54 Motor, andere Lader, Pleuel, Kolben etc. pp. Habe ich dann den Ben verkauft, weil meine Frau ja 1er M bekommen hat, wie ihr wisst. Ben ist aber so, muss man halt sagen, der ist nicht so für die neuen Autos. Also Ben ist eher so der kleine Oldschool-Typ, sage ich jetzt einfach mal. Ben hat sich einen geilen E36 Coupé gekauft. Ja, der eine wird jetzt sagen, okay, E36, zudem ist natürlich jetzt schon wieder eine andere Hausnummer. Auto kam hierher zum Abstellen und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, den Motor auszubauen, weil der Motor ja schon gemacht war, der hat nicht viel gelaufen gehabt. Und diesen Motor habe ich ja quasi dann in den 1er M eingebaut, also mit noch ein bisschen Upgrade, sage ich jetzt mal. Der sollte jetzt eigentlich einen, ja, einfach nur einen überholten Serienmotor mit Serienladern und so bekommen und dann wollte er den Wagen eigentlich wieder weiterverkaufen. So, jetzt stand er natürlich jetzt schon ein paar Tage. Wie ihr seht, natürlich auch ein bisschen eingestaubt. Da ist ein bisschen Staubchen. Hier ist irgendwo anscheinend undicht. Kommt, ist irgendwie Wasser drauf getropft oder so. Auf jeden Fall bin ich auf die glorreiche Idee gekommen und habe mir gedacht, alles klar, kaufst den Wagen zurück, machst den Motor einmal richtig fresh. Das heißt, wir werden da jetzt auch Kolben, Pleuel, Kopf etc. pp. Alles einmal machen. Werden da jetzt aber voraussichtlich keine Upgrade-Lader nehmen, sondern wir haben vor, das Gerät auf Single-Turbo zu bauen. Aber allerdings muss ich da vorher noch alles abklären, ob wir das auf die Straße bekommen. Also das muss natürlich für den Straßenverkehr zugelassen sein und erst dann können wir das machen. Das heißt, wenn wir Single-Turbo bauen, werden wir dann auf jeden Fall ja auch WMI verbauen, also Wassermethanolanlage und so ein Kram und dann... werden wir mal gucken, wo die Reise hinführt. Also wie gesagt, wenn das alles klappt mit TÜV etc. pp., werden wir wahrscheinlich mal Leistungen irgendwo um die 800 PS anstreben, die natürlich so wahrscheinlich nicht eingetragen werden können. Und müssen wir nachher gucken, wie weit geht es, was können wir eintragen, was müssen wir noch ändern, Bremse etc. pp. Und da müssen wir einfach mal gucken. Also das ist wie gesagt der aktuelle Stand der Dinge. Da müssen wir mal gucken, ob das... Aber das hinbekommen. Also wie gesagt, Auto jetzt erstmal abgekauft. Motor ist eigentlich drüben schon soweit alles fertig. Kolben habe ich schon, ein Block ist gebohrt, gehohnt. Pleuel habe ich auch schon da, Kopfdichtung, Lager etc. OP ist auch schon alles da. Das heißt, Rumpfmotor kann aufgebaut werden. Müssen wir einfach mal gucken. Wie gesagt, wäre natürlich vielleicht interessant zu wissen oder beziehungsweise vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, wo man sagen kann, ey, mach doch so, mach doch dies, mach doch jenes. Würde mich natürlich wieder über jedes Kommentar freuen, was ihr da... anstrebt. Ach ja, genau. Da wir gerade bei E91 sind. Der ist auch quasi, hat einmal Motor bekommen. Der muss jetzt noch abgestimmt werden. Steht jetzt auch was länger. Da ist das Problem, dass die WMI, die jetzt da drin verbaut ist, nicht richtig funktioniert. Das heißt, wir sind jetzt wieder hier im E91-Feeling. Ja, E91. Natürlich eigentlich ein geiles Auto. Ne? Also wenn der sieht so daily nach nichts aus, so originale Felgen, sind nur ein paar Federn drin, das, wie gesagt, wer das Video von damals kennt, relativ schnelle Zeiten gefahren, also, was heißt schnell, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, aber das Auto ist auf jeden Fall schnell gewesen. Wie soll man so sagen, diese Ära-Geschichte einfach, ne? Ja, und ich habe das immer gesehen und denke mir so, ah, guck, da steckt so viel Arbeit und Blut und dies, das drin. Und dann stand er hier und dann habe ich gesagt, ey komm, eigentlich musst du die Chance ergreifen. Hast eigentlich mit dem Ben damals einen guten Preis vereinbart. Ich hatte ihm gesagt, ey, willst du da jetzt so viel mehr für haben? Er sagte so, nein, ich gebe dir den quasi zu dem gleichen Preis wieder, wie du mir einen verkauft hast. Und von daher denke ich, passt das. Und ja, wir sind uns da schon irgendwie einig geworden, sage ich jetzt mal. So, jetzt fahre ich nochmal rüber und dann geht's gleich weiter. So, ja, jetzt muss ich die ganze Sache hier nochmal Revue passieren lassen. Alter Schwede, ihr glaubt gar nicht,
was mir jetzt passiert ist. Jetzt bin ich hier gerade in Wuppertal beim Arzt mit meiner Frau gewesen. Musste auf so einen Parkplatz fahren und der war total eng und da war so ein mega hoher Stein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, gedrödelt, gepennt und hast nicht gesehen, da habe ich mir jetzt 1A die Felge hier ruiniert. Bam! Hier, Reifenblatt, da richtig schön ramponiert. Junge, 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 ja gut. Die Reifen waren sowieso innen, glaube ich, nicht mehr so gut. Lackierer habe ich schon angerufen, der wird mir das einmal machen. Die andere Felge drüben habe ich auch 2 Macken. Das heißt, ich mache einmal mal alle 4 runter. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt was weg. Jetzt habe ich aber sicherheitshalber, weil ich nicht keinen Bock hatte, dass der Reifen jetzt fliegen geht, haben wir uns jetzt hier so einen Mietwagen da geholt. Da ist er. Wir werden jetzt hier mit der Gurke quasi einladen und losfahren. Ich werde mal gucken, ob ich da ein Foto, doch ich lade mal ein Foto, einen Link. Nee, einen Link können wir unten verlinken. Foto von dem Turbolader oder beziehungsweise von diesem Umbau-Kit können wir hier mal kurz mit einblenden. Damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wo die Reise hinführt. Das wird jetzt halt nur dieses Kit so sein. Wir werden jetzt nicht Krümmer und so selber bauen, sondern wie gesagt, wir werden da den fertigen Krümmer schon holen mit passender Downpipe und allen Kram. Wir werden wahrscheinlich einen anderen Lader fahren, wir werden wahrscheinlich Precision-Lader auf jeden Fall nehmen. Aber wie gesagt, das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass wir diesen ganzen Gedöns auch eingetragen kriegen. Das werde ich jetzt vorher alles abklären. Dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ja, das wird wieder so ein kleines Projekt werden, sage ich jetzt mal. Rennwagen wird es wahrscheinlich auch mal irgendwie weitergehen, irgendwann mal. Aber wie gesagt, jetzt ist erstmal wichtig, ein paar Tage Urlaub und dann geht es wieder weiter in der neuen Halle. In dem Sinne ist das ein ganz kleines Video gewesen für den kleinen Zwischenstand. Und ich würde mal sagen, am Ende angekommen. Die warten schon alle, ich muss die Koffer einpacken, es geht los. In dem Sinne sehen wir uns am Sonntag. Peace.